Wir vergleichen die Subwoofer von Sonos für dich. Wo der Unterschied liegt und welche der beste für dich ist, verrate ich dir jetzt. Los geht's! Hi, ich bin Sina. Willkommen bei Tink. Heute stellen wir dir Produkte aus dem Hause Sonos vor, und zwar den Sub in der dritten Generation und den Sub Mini. Wir zeigen dir, was sie alles können, vergleichen beide miteinander und schauen, für wen sie am besten geeignet sind. Doch zuerst die Frage, was bietet der Sonos alles? Auf jeden Fall erstklassigen Sound, Dolby Atmos wie im Kino, perfekt aufeinander abgestimmte Geräte und eine super einfache Steuerung durch Sprachassistenten wie Alexa und Google. Außerdem mit TruePlay Tuning perfekt abgestimmter Sound auf deinen Raum, das einfachste Setup überhaupt und eine intuitive Steuerung mit der Sonos App, AirPlay 2 oder Touch. Doch was ist ein Subwoofer überhaupt? Ganz einfach gesagt, ein Lautsprecher für die tiefen Töne. Er soll die tiefen Töne wiedergeben und für besseren Bass sorgen. Bei Musikliebhabern eher nicht so gefragt, dafür aber umso mehr bei Filmliebhabern, da das Klangbild dann mehr Wucht bekommt. Dadurch erlebst du jedes Grollen und Dröhnen mit kristallklarem Bass. Sonos bietet den Sub der dritten Generation und den Sub Mini an. Beide haben ein ganz leichtes Setup über WLAN. Sie können also easy mit allen anderen Sonos-Produkten gekoppelt werden, sind aber auf das Sonos-System eingeschränkt. Sie nehmen deiner Soundbar oder Lautsprechern die tiefen Töne ab, damit diese sich zum Beispiel auf die Mitteltöne konzentrieren können. Dadurch erhältst du ein besseres Klangbild und erlebst deinen Filmabend noch realistischer. Ein Subwoofer ist nicht unbedingt nötig für einen super Sound in deinen eigenen vier Wänden, aber ohne wäre deine 5.1-Einlage nicht komplett. Man kann sagen, dass es eine ziemlich gute Ergänzung ist. Der Sub Mini kostet 499 € und der Sub der dritten Generation 899 €. Ganz schöner Preisunterschied zwischen den beiden. Wo liegt da der Unterschied? Das schauen wir uns jetzt mal an. Erstmal rein äußerlich. Der Sonos Sub Mini, wie der Name schon sagt, ist etwas kleiner als der Sonos Sub der dritten Generation. Beide gibt es in Schwarz und Weiß und der Sub der dritten Generation hat eine glänzende Oberfläche. Der Sub Mini ist matt. Der Sub der dritten Generation kann hingestellt oder hingelegt werden. Der Sub Mini kann leider nur stehen durch das runde Design. Vergleichen wir die Installation. Beide haben eine Pairing-Taste sowie Ethernet und Stromanschluss. Der Sub Mini hat zusätzlich noch NFC. Damit gelingt die Einbindung ins Sonos-System noch leichter. Kommen wir jetzt zur Leistung der beiden. Beide haben einen klasse D-Verstärker unter der Haube und bei beiden ist der besondere Force-Canceling-Treiber nach innen gerichtet. Durch diese spezielle Bauweise verhindert es Vibrationen und Scheppern. Das versiegelte Gehäuse neutralisiert Verzerrungen und verbessert die Basiswiedergabe. Beide bieten ein Frequenzband von 25 Hz, der Sub der dritten Generation ist aber etwas leistungsstärker bei höheren Tönen. Beide haben ähnliche Funktionen wie TruePlay Tuning und sie passen sich automatisch der Lautstärke der gekoppelten Lautsprecher oder Soundbars an. Was man aber wissen muss, der Sub Mini kann nicht mit einem anderen Sub Mini oder Sub der dritten Generation gekoppelt werden. Der Sub der dritten Generation hingegen kann mit anderen Subs gekoppelt werden, um noch besseren Sound zu erzeugen. So, das waren die Unterschiede. Welcher passt nun am besten? Der Sub Mini verfügt über viele Funktionen und Leistungen, ist aber kleiner und günstiger. Da spart man zum Sub der dritten Generation schon ordentlich. Designtechnisch liegt der Sub Mini mir ein bisschen mehr als der Sub der dritten Generation, aber er ist nicht ganz so leistungsstark und kann auch nicht mit anderen Subs gekoppelt werden. Aber für kleine bis mittelgroße Räume ist er mehr als ausreichend. Für größere Räume oder Sonos-Anlagen mit der Sonos Arc, Sonos Era 300 oder Sonos 5 würde ich dann empfehlen, den Sub der dritten Generation zu kaufen. Warum? Er hat mehr Leistung, du kannst ihn mit anderen Subs koppeln und er kann auch unter dem Sofa verstaut werden, denn er muss nicht stehen. Mein Fazit, beide sind total easy einzurichten. Kein nerviges Kabel, das durch dein Wohnzimmer geht, wie bei anderen 5.1-Anlagen. Hier geht alles easy über WLAN. Mal wieder ein elegantes Design von Sonos, das überall hinpasst und perfekt abgestimmter Sound durch TruePlay. Beide Modelle sind eine super Ergänzung zu deiner Soundbar. Aber preislich gesehen sind sie schon echt ein bisschen teurer. Meiner Meinung nach ist das für einen guten Sound nicht unbedingt nötig, aber wer das bisschen extra für wirklich genialen Sound haben will, der kommt an einem Subwoofer nicht vorbei. Lass uns gerne einen Kommentar unter dem Video da, auch wenn du Fragen oder Anmerkungen hast, schreib uns gerne wie immer hier unten in die Kommentare. Natürlich findest du alle weiteren Informationen zu den Subwoofern von Sonos auch bei uns auf tink.de. Weitere Infos zum Thema Smart Home findest du außerdem auch auf unserem Blog, der ist natürlich auch wie immer hier unter dem Video verlinkt. Und dann wünsche ich dir Happy Shopping und bis zum nächsten Mal.